Hallo und herzlich willkommen zum gut kultivierten Nachtabendbau hier auf RCT Science Germany. Diese Folge und die nächste Folge werden zwei relativ experimentelle Folgen. Zum einen versuchen wir zum ersten Mal ein WBS auf dem Coaster zum Laufen zu bekommen. Und das versuchen wir mit einem Trick, den ich damals vor ewigen Zeiten irgendwo gelesen habe. Und den wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren, ob der denn wirklich funktioniert. Und der Trick besagt eigentlich folgendes, dass wenn man den Ursprungscoaster, sprich in dem Fall den Giga-Coaster, eine geschlossene Strecke gibt, dass man dann natürlich mit dem BBS arbeiten kann. Das heißt, wenn man das Ding durch die Strecke schließt, BBS einstellt, dass er sich dann auch noch an dieses BBS hält, haben wir jetzt hier sozusagen gemacht. Ich weiß nur nicht, wie der Coaster dann diesen, nennen wir es mal, Umweg über den B&M-Track nimmt. Das heißt, ich habe das Ganze jetzt so gehackt, wie ich gedacht habe, dass das sein müsste. In der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Aber im Endeffekt fährt der Coaster nur über den Gigatrack und geht und betritt den B&M-Track gar nicht erst. Und damit ist natürlich der ganze Coaster futsch. Da, ja, ihr seht, es mit dem Schwung, den er von da unten kriegt, kommt er halt nicht mal den ersten Hügel hoch. Er kommt noch nicht mal den ersten Hügel hoch, weil er nicht mal aus der Schlüssel rauskommt. Ihr versteht, was ich meine. Also abgesehen davon haben wir uns hier ein geiles Ghost Object reingesetzt, aber da ich das jetzt eh nur probieren wollte zum Testen, wie ob das überhaupt funktioniert, das Ganze, das ist jetzt mal nicht so wichtig. Aber ihr seht, der Coaster verlässt diesen Giga-Track nicht, um auf den großen Lift zu gehen. Und dementsprechend ist es natürlich irgendwo schwachsinnig. Ja, dann haben wir zwar ein funktionierendes BBS, aber keinen Coaster, der man damit fahren kann. Das habe ich hier ein bisschen versucht, das Ghost Object in der Gegend rumzuschieben, aber das hat dann auch nicht mehr funktioniert. Aber gut, was nicht will, will halt nicht, ne? Habe ich herumprobiert mit den verschiedenen Operating Modes, ob man da irgendeinen Modus machen kann, der über ein BBS verfügt und darüber verfügt, dass er auf andere Strecken rübergehen kann. Das macht aber im Endeffekt wirklich nur der Board Higher Mode. Deswegen. Ja. Müssen wir halt auf den Board Higher Mode gehen, ne? So, und die einzige Möglichkeit im Board Higher Mode im Prinzip zwei Züge auf eine Strecke zu bekommen, ist, indem man eine lange Station baut, in dem beide Züge reinpassen. Und das Ganze werden wir jetzt gleich machen. Habe ich irgendwo hier dann die Aufnahme? Ja, genau, die war jetzt, ja, egal, wurscht. Ich habe mir dies überlegt, dass wir hier das Ende gerade so ein bisschen neu gestalten. Der Break Run ist lang genug, so wie er jetzt ist. Und dann können wir hier schön mit zwei Zügen fahren. Jetzt sind hier momentan die Züge, die haben jetzt noch 9 Wagen. In der Standard, im Standardgedöns ist es natürlich viel zu viel. Da reichen 2x7 auch völlig aus. Und das neue Ende macht, da ist der Coaster auch nicht irgendwie schlechter oder sowas. Ich finde es eigentlich ziemlich gut so. Vor allem, weil man da nicht von oben in die Bremse einfährt, sondern von unten. Das finde ich eigentlich immer eine bessere Lösung als von oben ran. Ansonsten die letzten Wagen, die da noch auf dem
Hügel oben sind und runter wollen, dass die werden dann quasi im Abgang gebremst und das ist so ein bisschen ein Nachteil. Finde ich zumindest. Ich find's halt kacke. Jetzt habe ich hier gerade versucht, das PBS zu timen. Dann ist mir ein Aerotrepper reingefahren, warum auch immer. Da habe ich zwischendurch echt Panik gehabt, dass ich mir wieder irgendwas zerschossen habe, safe oder so. Aber wie ihr gleich sehen werdet, ich mache jetzt im Prinzip gerade dasselbe, was ich vorhin gemacht habe, nochmal. Station länger bauen, etc. pp. Hab dann festgestellt, dass man die Station gar nicht so mega lang machen muss, wenn man mit zwei Zügen fahren will. Nämlich nur ein Feld länger, als ich sowieso schon war. Das sieht ja auch nicht so übermäßig lang aus. Und dann kann man schon mit zwei Zügen fahren. Ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Video schon gesagt hatte, dass ich den Coaster Patron Pathornax nennen möchte. Für alle die, die sich mit der Skyscream-Geschichte auskennen, die wissen ja dann. Vielleicht, wer das ist. Also Manuel wird es wissen. Aber ich glaube, der ist tot inzwischen. So, dann haben wir hier den Transfer Track gebaut und Abstellgleis, damit wir den zweiten Zug auch irgendwo unterbringen können. Theoretisch natürlich, ist ja alles rein optisch gesehen. So, und jetzt kommt wieder relativ lange Zeit, wo wir hauptsächlich testen. Wo ich zum Großteil wirklich nur getestet habe, ob der Coaster denn so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ob das mit dem BBS so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und vor allem nach dem Absturz, ob das Ding abstürzt oder nicht. Auch passiert ist, was ihr wahrscheinlich nicht mitbekommen habt, mir ist kurz bevor der Aerotrepper gekommen ist, der Kuchenstand auf dem Eingangsplatz kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, ich fand es auf alle Fälle relativ merkwürdig, dass mir der Kuchenstand auf dem Eingangsplatz kaputt geht, aber gut. So, hab hier dann noch neben dem, während ich getestet habe, so ein bisschen mit der Farbgebung der Züge rumprobiert. Theoretisch müssten die Züge auch weiß sein, wenn wir nach dem Patronax-Ding gehen wollen. Aber das fände ich ehrlich gesagt dann zu langweilig, wenn alles weiß ist. Das BBS ist fast perfekt inzwischen. Das einzige Problem ist, dass die Züge ein kleines bisschen unterschiedlich getaktet sind. Und dementsprechend kann ich das gar nicht so machen, dass sie exakt synchron abfahren. Aber gut, das ist wieder was anderes. Was wir jetzt machen, ist im Prinzip anfangen, die Landerhebung und alles zu bauen. Skyrim ist natürlich ein Bergland und wir haben ja auch gesagt, dass ich das sehr bergig alles machen möchte. Und da habe ich jetzt gerade mal hier angefangen, damit das schon mal zu tun. Wollen wir aus diesem ganzen grob vorgehauenen, nenne ich es jetzt mal, tatsächlich ein funktionierendes, dynamisches Bergmassiv zu machen. Hier bin ich auf die Idee gekommen, wir könnten ja theoretisch das Abstellgleis auch in die Station reinschieben. Das wäre dann quasi versteckt in der Station. Ob wir das wirklich so machen, weiß ich allerdings noch nicht. Weil es eigentlich grundsätzlich nicht so mega mein Fall ist. Weil es natürlich ein bisschen unrealistisch wäre, wenn die Werkstatt und die Warteschlange und der Ausgangsweg alles ineinander liegen.
Deswegen werde ich da höchstwahrscheinlich doch mal das Abstellgleis ein bisschen verschieben. Aber dann erst in der übernächsten Folge, weil die nächste Folge ist auch schon aufgenommen, was das Bildmaterial angeht. Machen wir dann in der übernächsten Folge, in Folge 34. Wenn das Abstellgleis neu verlegt, da wird dann auch ziemlich vieles von dem, was wir in der nächsten Folge bauen, auch wieder umgemodelt, nenne ich es jetzt mal. Das große Problem bei der ganzen Geschichte ist halt immer, wenn ich am Aufnehmen selber bin, habe ich relativ wenig Zeit, mir zu überlegen, wie ich das eigentlich was machen will. Und deswegen versuche ich das eigentlich immer im Voraus, mir so einen Grundideen vorzuplanen. Das Problem ist halt, wenn ich dann auf der Arbeit bin und mir dann da die Sachen im Voraus so plane, ich habe halt keine Bilder und gar nichts im Kopf. Ich kann mir, jetzt weiß halt etwa, wie der Kurs aussieht, aber natürlich nicht aufs Feld genau und auch nicht die ganzen einzelnen Daten, ob das jetzt im Spiel so funktionieren würde, wie ich mir das gerade im Kopf vorstelle und so auch so ein Zeug. Und deswegen werden die Planungen immer sehr vage und ändern sich dann halt auch oft. Dass wenn ich dann im Park irgendeine Idee bekomme, hey, so und so könnte man das ja machen. Und dann baue ich das und dann sehe ich, das hat jetzt nicht so gut funktioniert und dann komme ich 2 Tage später im Park auf eine andere Idee und dann wird es halt in der nächsten Folge ausprobiert. Und deswegen ist es auch hier im Spiel gerade immer so ein bisschen hin und her, so ein wir probieren was aus und dann merken wir, ob es funktioniert oder nicht und dann bauen wir es halt dementsprechend wieder ab oder halt wieder auf oder wie auch immer. Also alles ein bisschen chaotisch hier, weil das mit der Theme Park. Aber so wäre es ja im Normalfall auch, wenn ich einen normalen Park baue. Ich habe ja gesagt, ich möchte einfach einen Park bauen und da mit der Kamera mit draufhalten. Und auch für euch halt so ein bisschen die Entstehungsprozesse dahinter kommentieren. Und da ich kein perfekter Baumeister bin und sehr lange teilweise für meine Sache brauche und erst nach der 10. oder also nicht was Version damit zufrieden bin, ist es halt auch Teil der Videoserie, dass es da halt mal ein bisschen länger dauert, bis was in der endgültigen Version steht. Die ungeduldigen Menschen können sich ja die alten Folgen Inselfieber angucken. Oder die Livestreams zu Insel Malaria. Die sind auch irgendwo hier auf dem Channel rumfliegen. Die auch hier irgendwo auf dem Channel rumfliegen. Ich habe jetzt hier so ein bisschen noch die Wege ausgelegt, weil ich einfach sehen wollte, wo ich denn mit den Wegen hinkomme, wo ich denn die Wege haben will, wo ich Möglichkeiten habe, die Wege durchzubauen. Weil natürlich kann man, ich muss zwangsweise durch das Layout vom Coaster irgendwo unter dem Coaster durch die Wege legen. Und dann kann man das natürlich auch nicht überall machen. Ich würde zum Beispiel niemals unter der Talsohle von einem Coaster einen Weg rumlegen. Das ist Kacke. Über der Spitze oder an den beiden seitlichen Stücken, ja, aber nie direkt unter der Talsohle. So wie das der Weg quasi da unten rechts liegt, der ist noch unter dem steilen Bereich des Coasters. Das heißt, die Leute fallen quasi über den Weg drüber, so ein bisschen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, jetzt habe ich hier angefangen, die große Stützkonstruktion zu bauen. Ich habe mir überlegt, ob ich das mit Trackitecture mache. Habe ich dann aber letztendlich dagegen entschieden. Vielleicht, wenn ich den Backbone mit einem. Egal. Mir fällt jetzt das Wort nicht ein und die Folge ist vorbei. Deswegen lasse ich es dabei. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn das heißt.
gut kultivierte Achterbahn bauen. Bis dahin, tschüss.